So, jetzt geht wieder in den roten Bereich der Stream. Was ist da los heute? 1% ausgelassene Frames. Hm. Naja. Was willst du machen? Keine Ahnung, was im Internet heute los ist. Aber egal. Vielleicht war es Aladdin das. Hey, du. Ja, du. Weißt du, warum es hier so leer ist? Komische Blöcke. Seltsame Monster. Such dir den Grund aus. Ich war in einer Höhle außerhalb der Stadt. Als ich zurückkam, bin ich direkt hier zum Palast geeilt, weil ich mir Sorgen um meine Freundin gemacht habe. Aber hey, was ist mit dir? Hast du keine Angst allein hier draußen? Ich doch nicht. Hehe, nichts für ungut. Hehe. 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 Internet, ey, was ist da los? Was ist dein Problem hier? Huch, ich wollte dich nicht verprügeln, ich wollte mit dir reden. Siehst aus, als hättest du schon viele Abenteuer bestanden. Oh. Kind of. Übrigens, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Hast du kurz Zeit? Klar, worum geht's? Ich bin auf der Suche nach einer Freundin. Sie heißt Jasmin und bedeutet mir sehr viel. Ich mache mir große Sorgen, weil ich sie nirgendwo finden kann. Ich werde die Gegend und den Palast absuchen. Könntest du vielleicht den anderen Stadtteil nachsehen? Klar, das passt eigentlich ganz gut. Ich suche nämlich auch jemanden. Danke, du bist mir eine Riesenhilfe. Ich heiße übrigens Aladdin. Und ich Sora. Okay, Aladdin. Wenn ich sie finden sollte, sage ich dir Bescheid. Alright. Finde Jasmine. Einfach direkt kämpfen auf einmal. Das Flüssigschwert ist einfach gewöhnungsbedürftig. Es zimmert wahrscheinlich ordentlich rein, aber dauert halt auch recht lange. Gerade das Airplay ist nicht so geil. Springst du mal bitte dahinter, Sora. Ich finde es echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich weiß noch nicht, ob ich das behalte. Wobei, das macht schon viel Damage, ne? Das kann man nicht abstreiten. Aua. Kamera auf jeden Fall und fliegt. Dankeschön, das Sterben. Deine Hose ist dir quasi voller Saft ist. Okay. Ich habe ein bisschen Schmerzen. Dann halt nicht. Oi. Oi. Oi, Mate. Ich weiß nicht genau, was da gerade passiert ist. Du frech, der ist da jetzt nicht mehr hoch. Komm, ich komm da hoch. Herr Potter. Alter, keine Ahnung, wo ich lang muss. Heiraten. Heiraten dich? Das werde ich auf keinen Fall tun. Hm, das kam, glaube ich, von da drüben. Aha. Nehmen wir den schnellen Weg. Warte mal, war das jetzt hier? Nee. Hä? Hier. Lagerhof. Lagerregal. Das solltest du noch einmal überdenken, meine Liebe. Ich könnte es nicht ertragen, wenn dir ein Leid geschehe. Wie oft muss ich es denn noch sagen, Jafar? Lieber sterbe ich, als dich zu heiraten. Pah, das lässt sich arrangieren. Lass sie in Ruhe. Wer bist du? Ich heiße Sora. Bist du Jasmin? Aladdin hat mich gebeten, nach dir zu suchen. Aladdin. Du steckst mit diesem Strauchdieb unter einer Decke? Dann werde ich euch gemeinsam vernichten. Lauf weg, Jasmin. Ich bringe diesem Typen Manieren bei.
Roboter hängt aber auch ganz schön auf halb 10. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Und gleichzeitig bin ich da auch nicht unstolz drauf. Ich kann dashen, mein Freund. Oh, ich kann sterben, mein Freund. Ja. Wieso dasht der manchmal von alleine, der Sack? Sora. Warum fällst du ständig runter, du Lappen, ey? Ja, es ist Sora. Ah, das Schwert ist echt ein bisschen doof. Dickes Fell. Dicke Hose. Oh, stirb. Dass du aus den Blöcken Heil bekommst. Was sagst du nun? Noch ist nicht aller Tage Abend. Aber verschwunden. Danke, Sora. Hast recht mit halb 10 übrigens. Was will der Typ von dir? Nun weißt du... Ein Unding. Dabei lief doch alles nach Plan. Dieser Junge ist eine echte Plage. Probleme, mein Guter? Oh, ich dachte, es wäre Jago. wenn du mich nicht bittest, helfe ich dir vielleicht. In was für einem Ton sprichst du bitte mit mir? Diese Lampe. Sie ist es. Die Lampe, die einem Wünsche erfüllt. Nicht ganz. Ich habe die Anomalien dieser Welt benutzt, um einen Kopie anzufertigen. Eine Kopie? Oh, ich habe nicht weitergelesen. Noch genug der Worte. Gib sie mir, sofort. Bist nicht gerade geduldig, was? Aber ich will ja nicht so sein. Behalte sie. Und tauche diese Welt schön brav in Dunkel, hm? All meine Wünsche werden sich erfüllen. Alle! Hört mich, Lampengeist. Höre mich. Erhöre den ersten Wunsch des erfahrenen Jafar. Gib mir die Kraft, jeglichen Widerstand zu brechen. Ja. Ja! Es ist 9:30. Warum sagt man eigentlich 9:30? Naja. Wow, du bist eine echte Prinzessin? Der Herzen? Wer ist dieser Jafar? Der Großvizier dieses Reichs. Doch er führt nichts Gutes im Schilde. Ich habe mit Vater und seinen Vertrauten gesprochen, aber Jafar wird respektiert und niemand hat mir geglaubt. Was ist eigentlich los mit der Stadt? Ich weiß auch nicht. Ganz plötzlich sind überall diese Blöcke aufgetaucht. Das kam Jafar anscheinend sehr gelegen. In den Wirren des Chaos hat er versucht, mich zu seiner Frau zu machen. Weiß Aladdin davon? Ich hätte ihm ja gerne davon erzählt, wenn er hier gewesen wäre, aber... Moment, woher kennst du Aladdin eigentlich? Ich habe ihn gerade vor dem Palast getroffen. Er meinte, er wäre in einer Höhle gewesen oder so. Dann ist er also wieder zurück? Ich bin ja so froh, dass es ihm gut geht. Ja, er schien ziemlich besorgt um dich. Warum gehen wir nicht direkt zu ihm? Gerne. Dreier mit Jeffsonin, nice. Und Aladdin. Genau das. Na gut. Raus hier. Ich habe mich da an die Höhe ihres von uns ausgesehen linken Ärmels orientiert. Jasmin mag schon auch einer. Ja, nein, den auf jeden Fall. Von Jasmin. Tja. Moin! Jasmin, du bist wohl auf. Ja, und du auch, Allah. Ich wünsche dir das Trefe auch auf die Stadt zu. Sei unbesorgt. Ich habe die Lösung für all unsere Probleme. In einer Höhle in der Wüste bin ich auf etwas Unglaubliches gestoßen. Jafars Tage sind gezählt. Das werden wir sehen. Jafar! Lass mich los! Jasmin! Jetzt ist Akuba in meinen Händen. Mit der Prinzessin zur Frau werde ich dieses Reich als neuer Sultan regieren. Niemals! Die Lampe hat mir eine ganz spezielle Kraft verliehen. Niemand kann mir mehr trotzen. Die Lampe? Woher hast du... Leider will eine Hochzeit wohl geplant sein. Doch ich sorge dafür, dass ihr in der Zwischenzeit nicht von hier verschwinden könnt. Uwa. Uwu. Hm? Oh nein. Ich glaube, er ist entkommen. Schnell, Aladdin, wir müssen hinter ihm her.
Aladdin? Was geht hier vor? Er ist wie ein Staat. Als wäre die Zeit für ihn stehen geblieben. Das ist gar nicht gut. Jafar hat die Stadt mit einem Zauber belegt. Diagnose? Nun also, du liebe Güte, er hat die Zeit in der Stadt angehalten, damit ihr nicht fliehen könnt. Und warum kann ich mich dann noch bewegen? Du bist resistent gegen Anomalien. Deswegen hat dich der Zauber nicht direkt getroffen. Doch das bleibt nicht ewig so. In ein paar Minuten erstarrst du auch du. Wirklich? Heißt das, ich muss fliehen? Aber was wird dann aus Aladdin? Ja, Jafar ist wirklich unverbesserlich. Sofort muss er ein neues Spielzeug ausprobieren. Naja, wenigstens hat er mich vor dem Zauber geschützt. Jetzt kann ich hier tun und lassen, was ich will. Also, wie vertreibe ich mir die Zeit? Bei meinem Schnabel, ist das etwa das, was ich denke? Hey, diese Lampe. Sie hat zwar eine andere Form, aber ähnelt ziemlich in der von Jafar. Hey! Pech, Kleiner, die gehört mir. Ah, Jafar hat mir zwar nichts verraten, aber bestimmt kann man mit dieser Lampe viele lustige Sachen machen. Ha, dies ist der Beginn meiner Ära. Verflixt. Sora, hol die Lampe zurück. In ihr befindet sich jemand, der dir ein guter Freund sein wird. Da ist niemand drin. Also gut, wenn du es sagst. Aber sieh dich vor, dir bleibt nicht mehr viel Zeit. Für die Lampe, bevor es zu spät ist. Ist gut, ich beeile mich. Vielleicht hat auch die ganze Zeit Rico gesprochen, aber in meinem Gedanken war das auf jeden Fall Mickey. Jagd auf Jagd. Jago, achso. Such die Stadt nach Jago ab und entreiße ihm die Lampe, bevor deine Zeit abgelaufen ist. Besieg die Gegner und zerstörte Blöcke erschaffen dir extra Zeit. Einfach Musik tot. Oh, 22 Minuten. Das ist hart. Okay, ich muss tatsächlich jetzt. Krass, ich muss jetzt wirklich einfach die Welt wahrscheinlich in der Zeit abschließen. Ich mag es, wie die Musik einfach tot ist. Es ist sehr entspannt auf jeden Fall. So zur Abwechslung. 3 Minuten. Oh. Das sah für mich aus wie eine 2. Da vorne ist er. Stimmt, aber es ist eine 0, oder? Oder ist es eine 2? Das sah gerade aus für mich wie eine 2. Du kannst auch, ich wollte gerade sagen, du darfst auch gerne Jago verprügeln. Jetzt ist er da drüben. Mensch. Das ist so weird ohne Musik. Gib sofort die Lampe zurück. Warum? Ist ja einfach wertvoll. Dann gebe ich sie jetzt recht nicht her. Volle Kraft voraus. Dieser Bengel. Der macht hier also all den Lärm. Und ich hatte schon Jago in Verdacht. Nun egal, es gibt keinen Kommen. Mein Phantom wird sich um ihn kümmern. Ich habe schließlich Besseres zu tun. Ein Reich wie unterworfen werden. Ja, der hat auf jeden Fall Bock hier. Hast du etwa Zeit für mich? Etwas Zeit für mich? Ein weiterer von Jafars Tricks. Pass auf, Sora. Wenn Jafars Phantom dich berührt, verlierst du Zeit. Bring dich vor ihm in Sicherheit. Verstanden. Danke, Biggie. Okay, ich hatte recht. Uff, SF, Alter. Ui! Boah, das ist voll das Horrorspiel gerade. Diesem hässlichen Geist, der mich verfolgt. SF, Alter. Guck mir das mal an. Was ist das, Alter? Wahrscheinlich jetzt auch hier hoch ganz gruselig. Nee. Voll gruselig. Da vorne ist er. Das war übrigens gerade Luck. Ich bin einfach mal irgendwo lang gelaufen. Oh. Oh Gott. Mann! Voll hier. Trashkisten. Ich werde gerade zerquetscht. Jetzt hat er auch drüben. Danke. Danke, Cutscene. Ist mir sehr geholfen, auf jeden Fall. Rück die Lampe raus. Hol sie dir doch. Ich hätte echt gerne die Bonusblöcke hier. Ah, ich glaube, das ist keine Zeit. Oh. Das ist schlecht. Das ist gerade sehr schlecht. Schwupp. Nur noch 2 Minuten. Schalalala. Bald ist Niklaus Abend da. Ich habe jetzt echt nicht gesehen, wo er hinabgehauen ist, ne? Furchtbar.
Das macht Spaß. Uff, ey. Ah, davon ist er. So, der Gegner eben auch Zeit. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Junge. Junge! Boah. Jetzt ist er da drüben. Ich hab's verstanden. Boah, ist das ein Haufen Scheiße. Hilfe. Spring da hoch. Boah, wenn ihr diese Steuerung halt nicht so ultimativ kennst, dann wäre es halt, würde mir halt schon viel bringen, auf jeden Fall. Mein Gott, ey. Endlich, jetzt kommst du mir nicht mehr. Ich plädiere auf verminderte Schuldfähigkeit. Puh, das wurde aber auch Zeit. Warum alle die Niveau hatte? Ob es die Lampe war, die er in der Höhle gefunden hat? Sie ist etwas schmutzig. Mit ein wenig Spucke und Reiben sollte sie wieder saub. Hoppla! Ist sie nicht gut, Al? Du bist etwas grün im Gesicht. Obwohl, hier ist ja alles grün. Und du bist auch gar nicht Al. Nee, Aladdin kann sich nicht mehr bewegen, weil Jafar die Stadt verzaubert hat. Aber wer bist eigentlich du? Oh, verzeih mir meine Unhöflichkeit. Genie, der Lampengeist, zu deinen Diensten. Steckst du in Schwierigkeiten, Kumpel? Ein kleiner Wunsch, nur, und all deine Probleme sind gelöst. Schnell und unbürokratisch. Du kannst mir alle Wünsche erfüllen? Nein, Kleiner, leider nur 3 pro Kunde. Solange der Vorrat reicht. Können nicht alles die anderen erlegen, oder? Dann sollte ich vorher gut überlegen. Eins kann ich dir jedenfalls sagen. Ich wünsche, diese Welt hätte weniger Sorgen. Dein Wunsch ist mir Befehl, Chef. Na, was sagst du zu deiner phantomfreien Stadt? So wie Sora gerade guckt, fühle ich mich gerade auch so. Einfach Wunsch verschwendet. Oh, klasse. Dann kann Aladdin sich jetzt also wieder bewegen. Wie? Ups. Reumütiger Genie auf 12 Uhr. Was? Du hast ihm nicht geholfen? Du hast weniger Sorgen gesagt. Nun, das lässt sich weiter auslegen, findest du nicht? Oder war ich etwa wieder zu voreilig? Nein, ist nicht deine Schuld. Ich hätte das genauer formulieren müssen. Aber nicht doch. Halberfüllte Wünsche machen sich nicht gut im Lebenslauf. Betrachten wir den von gerade also einfach als gratis Schnupperwunsch. Und als Zeichen meines guten Willens habe ich direkt mal ausfindig gemacht, wohin dein Bösewicht verschwunden ist. Ist das Service? Bösewicht? Meinst du Jafar? Großartig. Also dann, ein neuer Versuch. Genie, bring mich zu Jafar. Du bist der Boss. Anschneiden, wir starten. Hier scheint die Zeit nicht still zu stehen. Statt erstmal sich zu wünschen, dass die fucking Zeit weitergeht. Fucking Sora. Bingo, der Zaubergeist nur der Stadt. Gut, den brauche ich ja nicht mehr zu hetzen. Das war's, Jafar. Was? Wie bist du an diesen Ort gekommen? Ah, verstehe. Du bist also in den Besitz der echten Lampe gelangt. Und deine seltsame Waffe ist sicherlich auch nicht ganz unschuldig. Wo ist Jasmin? Meine zukünftige Königin, meinst du? Die ruht sich weit hinter der Tür aus. Tür? Welche Tür? Welche Tür? Für wahr. Du findest sie niemals, Junge. Das brauche ich auch nicht. Du wirst es mir nämlich verraten. Das glaube ich nicht. Ich muss das Herz einer Prinzessin erobern. Du pfuschst mir nicht mehr ins Handwerk. Höre mich, Lampengeist. Dies ist mein zweiter Wunsch. Hindere diese Kletten daran, mir zu folgen. Was? Der Höhleneingang. Oh, sowas mal wieder suchen hier. Hei, 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 hei. Danke, dass er runtergekommen ist, auf jeden Fall. Ach, mal speichern hier. Sowieso, ich muss ganz schön viel lesen in der Welt, ey. Ups. Ganz schön krass auf jeden Fall. Ich bin irgendein Seiteneingang, ne? Du auch nicht. Sache nicht, Sora. Thank you.
Hm. Oh. Ah. Jo. Endlich mal wieder ein paar Systemkerne hier raushebeln. Einmal ein Abschlusskommando. Oh. Da setze ich nur wenig drauf. Ui. Aua, aua. Boah, Alter. Die machen ganz viel Damage, wenn ich das mal so sagen darf. Ach du Scheiße. Was tust du? Zora. Spiel doch mal richtig. Ach du Scheiße. Alter, wie die reinzimmern. Soll man die auch besiegen können? Ich frage für einen Freund. Ah ja, ich kann ja auch Ausweichrolle. Das war ja super, Sora. Ist richtig gut gemacht gerade. Liebe dich. Ja. Ganz nett, dass ich hier oben sicher bin, auf jeden Fall. Alter Schwede, was ist da los? Hm. Wie oft haben wir unterlevelt? Oh, einer weg, okay. Oh, meine Fresse. Einfach nur Hilfe. Die machen echt gar nichts, ne? Macht die Gegner schwächer. Verloren! Nee, nehme ich mal die Feuerresistenz. Na also, ist schon besser. Jafar hat sich bestimmt in die Höhle verkrochen. So, ich würde sagen, ich beende jetzt nochmal die Folge. Hehe. Erstmal... kurz. So, zack. Kugelchi freigeschaltet. Kugelchi beeinflusst die Häufigkeit, mit der Kugeln erscheinen. Je höher die Kugelrate, desto stärker werden deine Gegner. Punkte gut bleiben von diesem Titel unberührt. Mhm. Nö. Oh, warte mal, aber ich kann direkt unter dem Prozessor... Danke, dass ich jetzt sonst wo bin hier.
bin ich denn jetzt hier? Ich krieg echt einen Rappel manchmal, ne? Okay. Hier. Dann habe ich direkt eine Fähigkeit. Analyse gelernt. Toll. Je höher die Stufe der Analysefähigkeit steigt, desto empfindlicher wird dein Sensor ein. Verbesserter Sensor kann unentdeckte Hintertüren aufspüren. Toll. Fantastische Fähigkeit. Die habe ich gebraucht. Scheißspiel. So. So, ich beende die Folge. Dann sind wir jetzt bei Folge 6, oder? Mit der nächsten? Ja, ne? Oh. Habe ich recht, habe ich recht. Ah, so. Tschüss.